Servus, grüß euch Leute. Heute wieder mal ein neues Video. Heute geht es einmal ein bisschen um was anderes. Ich möchte euch ein bisschen näher bringen, wie ihr euch das perfekte Auto gebraucht suchen könnt, auf was man achten muss, was man dazu braucht. Und ganz wichtig, natürlich, wie ihr das ideale Auto für euch aussucht. Dazu gibt es halt ein paar Möglichkeiten und die werde ich euch jetzt sagen. Der erste Punkt, der ganz wichtig ist, den wir unbedingt mit haben sollten, ist eine Lampe. Ohne eine Lampe können wir kein richtiges Auto suchen. Ihr könnt so viel fahren, wie ihr wollt, nicht ersetzt den Blick unter die Motorhaube. Wie der geht, kommt jetzt. Punkt, schauen, wie wir das richtig machen. Was müssen wir anschauen? Zuerst schauen wir Flüssigkeitsverlust. Irgendwo viel Öl, irgendwo viel Diesel. Diese Sachen sind ganz wichtig, weil wenn wir einen Ölverlust haben, ist es ein schwerer Mangel in Österreich zumindest und es gibt definitiv kein Pickel mehr. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Motorabdeckung. Bei vielen Autos ist das nur geklipst, bei dem hier auch. Wir ziehen da einfach einmal an, nehmen das runter. Diese Motorabdeckung legen wir uns auf die Seite, kümmert uns dann in erster Linie nicht mehr. Dann brauchen wir unser besagtes Licht. Wir schauen in erster Linie, wo Einspritzung stattfindet. Das ist da herum, wo die Injektoren sind. Jeder sollte so ein bisschen sich auskennen, wenn ein Auto kauft, gebraucht zumindest, wo was ist. Wir schauen in erster Linie, sind die Injektoren dicht. Wenn ich da kein Diesel habe, kein Öl habe oder irgendein Ölverlust sich, ist alles bestens. Dann schauen wir natürlich in Motorblock selber, sehen wir irgendwo einen Ölaustritt. Schauen wir rund, ist wurscht getriebeseitig, alle Seiten, schaut euch das schön an. Ich werde sehen, ich werde irgendwo leichte Ölaustritte finden. Von hinten schauen auch schön, da bei dem Auto zum Beispiel ist er hinterseitig Turbo etc. verbaut. Also unbedingt hinten schauen. Wichtig sind auch solche Teile, Wärmetauscher, die sind ganz wichtig, die werden aufgrund von thermischen Einflüssen sehr gerne undicht mit der Zeit, so wie da haben wir eine Dichtung. Wenn das Auto jetzt 200.000 gelaufen hat, könnte schon passieren, dass da was undicht ist und ich habe dann da meine Randl. Im Großen und Ganzen, wenn der Motor so in etwa ausschaut, also dass man jetzt nicht irgendwo einen übermäßigen Austritt sieht, man solche Sachen wie da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sieht, da sieht man, da ist leichter Austritt. Das ist auch irgendwie klar, das ist normaler Dreck, der entsteht, das dichtet ja nicht tausendprozentig und dann sind halt Ölnebel oder vom Auf- und Zumachen, wenn das Öl warm ist, da ist einfach ein gewisser Nebel da und das sieht man dann. Kann man natürlich abwischen und dann passt es. Dann, was ist noch ganz wichtig, Leute, bitte, wenn ihr euch ein Auto anschaut und der Motor ist pipifein geputzt, dann müsstet ihr zumindest stutzig werden. Das heißt nicht, dass ihr das Auto nicht nehmen sollt, aber ihr solltet schon stutzig werden. Warum sollt ihr stutzig werden? Fakt ist, dass man so Fehler vertuschen kann. Vertuschen wollen wir nicht, deshalb fragt es noch, warum ist der Motor gereinigt? Es gibt Menschen, ich bin darunter auch einer, jetzt haben wir Winter, momentan mache ich das auch nicht, im Sommer ist da alles sauber. Das heißt aber nicht, dass ich was vertuschen will, sondern ich pflege nur mein Fahrzeug. Das ist im Prinzip gut, aber wir wollen keine Fehler, die wir nicht sehen. Wenn ihr euch den Motorraum anschaut, wieder unser Licht, Leilen, ganz wichtig, Öldeckel aufmachen. Schaut den Öldeckel an, wenn so ein braun-schwarzer Schleim da biegt, dann ist es ein Indiz, dass sich Wasser und Öl vermischt. Dasselbe können wir auch machen beim Kühlwasser. Kühlwasserdeckel, Vorsicht, vor allem wenn er warm ist, dann rate ich euch, langsam aufzumachen bzw. oder ein paar Minuten zu warten. Auch hier wieder schauen, wenn der so ausschaut, dann ist das perfekt, da darf kein Schleim oder sonst was picken. Schaut euch die Farbe vom Kühlwasser an. Das wird mit der Zeit wird das dann so braun, wenn es ein rotes ist. Beim Grünen wird es dann eher auch so braun-rot. Also die Farbe, die wird dann relativ komisch von dem Ganzen. Das muss so ein richtig klares Pink-Rot sein oder so ein richtig klares, giftiges Grün. Oder Gelb gibt es auch noch. Dann passt es in der Regel. Schaut euch die Flüssigkeitenstände übrigens komplett an. Schaut euch an, Öl schauen, ausziehen, abwischen, noch einmal schauen. In dem Fall ist der Motor jetzt vor kurzem gelaufen, kennen wir leider nicht. Am besten ist, wenn ihr Öl schaut,
Viele sagen ja beim kalten Motor, der andere sagt wieder beim warmen Motor. Am besten ist es allerdings, wenn der Motor so 30, 40 Grad mindestens hat. Im Sommer brauche ich ihn also so kalter und dann soll er 10 Minuten, 15 Minuten stehen. Dann ist das Öl zu 95% unten und die übrigen 5% machen in der Regel auch nichts. Idealer Ölstand ist übrigens nicht voll, sondern ca. halb bis dreiviertel voll. Wenn er fuller ist wie Holwart, beziehungsweise fuller ist wie dreiviertel, dann kann da schon passieren, wenn alles oben sitzt, dass er kurzzeitig zu hoch ist. Deshalb, viele meinen das ja gut, schaut lieber ein bisschen unter dem Maximum zu bleiben, dann ist alles bestens. So, dann kommen wir natürlich zum nächsten Thema. Was ist bei einem Auto ein sehr wichtiger Punkt? Das ist natürlich die Karosserie bzw. das Chassis. Ich rate euch immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zu einer Hebebühne, schaut euch das Auto von unten an. Das ist natürlich nicht immer leicht, weil viele haben keine Hebebühne oder kennen niemanden mit einer Hebebühne. Da kann man sich natürlich sehr schnell sehr wehtun. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die zeige ich euch jetzt. In erster Linie kann man natürlich einmal ums Auto gehen, schauen, wie ist der allgemeine Zustand. Wichtig ist, wir schauen uns Kanten an. Kanten, ich meine, das ist jetzt eine Aluhaube, nicht? Aber solche Kanten zum Beispiel schauen wir uns an. Weil wenn es irgendwo rosten anfängt, passiert es dort am allerersten. Wir schauen uns das gleiche bei den Türen an. Unterkanten von den Türen. Das ist wurscht, welche Automarke ihr da habt. Schaut euch diese Kanten an. Wenn diese Kanten da unten sauber sind, kein Rost oder da entsteht normalerweise sehr schnell oberflächlicher Rost. Einfach aus dem Grund, weil das Salz sich dort sammelt. Wenn man sieht, wenn man da schaut, ist da Dreck. Das ist eindeutig Dreck, der durch den Wind da reinkommt und an der Tür unten haftet. Und man sieht, dass die Tür dreckig ist. Das passiert natürlich auch mit dem Salz. Dieses Salz zerstört euer Auto immens. Ich meine, dieser Wagen jetzt speziell hat eine komplette Unterbodenversiegelung. Aber das ist eine andere Geschichte und ein anderes Video. Fakt ist, wir schauen rund ums Auto, wir greifen die Kanten ab, vor allem mit dem Finger die Kante, wenn irgendwo rau ist, schaut es warum, wenn Dreck ist, ist es normal, aber nur Rost soll halt keiner sein oder oberflächlicher Rost. Wenn oberflächlicher Rost ist, heißt es, ihr müsst Hand anlegen. Dasselbe machen wir beim Kofferraum, wir machen den auf, wir schauen die Kanten an, sind diese Kanten in Ordnung, passt da alles. Und ganz wichtig ist natürlich auch der Punkt Lack. Schaut euch den Lack an, gibt es irgendwo Dellen, Kanten, Kratzer. Alles ist natürlich möglich und sollte in erster Linie vermieden werden, weil ein Kratzer auf der Tür kann auch zu Oberflächenrost führen mit der Zeit, beziehungsweise kann ich genauso Probleme hinterher kriegen. Das heißt, wir versuchen wirklich ganz klar Fehler auszuradieren. Bei dem Auto werden wir jetzt leider keinen Fehler finden, also gut ist das, aber Faktum ist, schaut sich das gut an. Dann gehen wir zum Thema Unterboden. In Unterboden kann ich mir bei so einem Auto natürlich nur schwer anschauen, wenn ich mich nicht am Boden hinlegen will. Einen Blick zu riskieren, nutzt bei dem Auto nicht einmal wirklich was, weil ich habe halt sehr viel Verschachtelung unten. Das heißt, Plastikabdeckungen, Blechabdeckungen, wo ich einfach nicht so wie sehen kann. Also das ist einfach zubaut, um den Wind so gut wie möglich unterhalb durchgleiten zu lassen und somit einen kleineren CW-Wert zu erzielen. Das war einmal in der Vergangenheit ein CW-Weltmeister in der Serienproduktion, deshalb ist da jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Aber, und dann kommen wir mal her, wir können natürlich uns die Stoßdämpfer anschauen. Siehst du den auf der Kamera? Mhm. Ja, den Stoßdämpfer, da können wir schauen. Wir können uns den Teller anschauen. Die Teller sind auch so, was die sehr schnell rosten. Schaut euch die Bremsen gut an. Das Blech dahinter. Da unten sehen wir auch einen Stoßdämpfer. Wir sehen auch ein Stückchen vom Bodenblech meistens hinter diesen Abdeckungen. Da kann man schön nach hinten schauen. Schaut euch das an, ist das sauber, ist das nicht sauber. Bremsen, schaut euch die an, ob die eingelaufen sind. Wenn die Bremsen glatt sind, die sollen da keinen großen Grat haben, dann ist eigentlich alles bestens. Das gleiche tun wir natürlich auch im Motorraum wieder. Wir schauen im Motorraum Domlager, also Domlageraufnahme. Diese Sachen sind die Sachen, die beim Auto eigentlich als erstes anfangen zum Rosten und somit Probleme bereiten auf lange Sicht. Vor allem, wenn ihr ein Auto kaufen würdet, das vielleicht schon 10, 15 Jahre alt ist, wie einen alten 5er BMW zum Beispiel. Gut, BMW ist ein blödes Beispiel, weil die haben da relativ wenig Probleme. Aber so wie die alten Mercedes, die haben gern Probleme. Kotflügel, Domlageraufnahme, Türenunterkanten. Schaut euch das einfach bei allen Autos gut an und ihr werdet auf lange Sicht glücklich werden. Noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr euch ein Auto begutachtet.
Autobegutachtung, das ist auch ein schwerer Mangel, deshalb sage ich es. Also für die TÜV oder Pickel, was sind ganz genau die Regeln in Deutschland, in Österreich ist es so. Schaut euch die Scheinwerfer gut an. Risse, Sprünge, wenn er zum Beispiel Wasser innen bildet, also Kondenswasser, unbedingt Finger weg. Oder zumindest so verhandeln, dass ich den Scheinwerfer einkaufen kann. Weil auch das ist ein schwerer Mangel. Windschutzscheibe, ganz, ganz wichtig. Keine Stahlanschläge. Die Windschutzscheibe ist in zwei Stücken unterteilt. Mittig, also gedachte gerade in der Mitte, Zone A, Zone B. Die Zone A darf, also das heißt die halbe Scheibe da, darf nicht einmal einen Standdecker haben. Nicht einmal einen kleinen Bäcker. Das muss passen. Ein Ries oder sonstiges ist sowieso niemals ein Pickel. Und der Windschutzscheibe, wenn ihr gute Leute kennt, dann rechnet es mit 400 bis 500 Euro. Da seid ihr in der Regel dabei, weil es müssen da meistens die Gummidichtungen rein. Die Scheibe muss geklebt werden, die Scheibe selber kostet, je nachdem, wie viel Sensorik drinnen ist, etc., kostet sie natürlich auch ein bisschen. Im Großen und Ganzen war es das dann aber auch schon, was ich außen begutachten kann. Und dann gehen wir somit zum nächsten Kapitel. Und ganz ein wichtiges Kapitel, wo wir wirklich sagen müssen, in Österreich und Deutschland sind wir stark von dem betroffen, ist folgendes Thema, runtergeschraubte Kilometer. In Österreich und Deutschland ist es speziell sehr stark, da jeder Kilometer weniger bares Geld mit sich bringt. Deshalb, meiner Meinung nach, schaut euch folgendes aus. Komm her zu mir. Wenn wir uns ein Auto begutachten, dann sagen wir, okay, das Erste, was wir schauen können, wo wir sehen können, ob das Auto wirklich in etwa diese Kilometer hat, ist erstens einmal da. Diese Nähte, habe ich schon Autos gesehen vom Premium-Hersteller, BMW zum Beispiel, der ist nach 35.000 Kilometern, war dieser Sitz hier offen. Das heißt, das ist eine Stelle, die relativ leidet, durchs Ein- und Aussitzen. Dasselbe da herunten, der Teil. Der ist dann mit der Zeit wirklich durchgesessen, der steht dann nur mehr so da. Dann kannst du davon ausgehen, das Auto hat mehr wie 200.000 Kilometer oder mehr wie 150.000 Kilometer. Die Materialien vom Auto heute sind sowieso ein bisschen schlechter als früher, aber im Großen und Ganzen ist es leider so, dass nach wie vor diese Sachen erst kaputt werden. Das war bei den alten Autos so und das ist auch bei den heutigen Autos so. Dann, nächstes Kapitel, wo ich ganz klar schauen kann, das sind meine Kilometer. Lenkrad. Wenn ich mir das Lenkrad anschaue und das Lenkrad ist abgegriffen, hat Kratzer ohne Ende oder ist hier in die Kerben, wo ich meine Finger so hinlege beim Fahren, etc. schon offen oder abgegriffen, dann kann ich auch davon ausgehen, viel mehr Kilometer. Dieses Auto speziell jetzt hat 90.000 Kilometer und wir sehen auch hier schon die ersten Spuren. Das gleiche haben wir natürlich auch bei den Bremspedale, Gaspedale. Schaut es euch an, diese Pedale jetzt, die Genoppen sind da eher ein bisschen blöd. Aber im Endeffekt, wenn ich mir Pedale von anderen Autos anschaue, da sieht man beim Gaspedal unten, das ist tatsächlich leicht angeschliffen. Man sieht einen gewissen Verschleiß. Natürlich, das ist wieder schwer zu beurteilen, weil das ist eher weniger, aber es sagt was aus. Schaut sich den allgemeinen Zustand an. Wenn alles zerkratzt ist, alles versieft ist, ist das erstens wertmindernd und zweitens eventuell viel mehr Kilometer. Einfach Vorsicht. Was ich euch noch raten kann, ich habe es jetzt leider nicht da, sonst hätte ich es euch gezeigt. Es gibt diverse OBD2 Stecker mit Bluetooth, die kann ich mir im Internet bestellen. Die kosten auf Amazon oder entsprechende Seiten, kosten diese Bluetooth OBD2 Stecker zwischen 5 und 20 Euro. Nehmt lieber an von der Mittelklasse, zwischen 15 und 20 Euro, das hat sie definitiv gut bedient. Das sind auch gute Geräte. Erstens, ich kann mir Live-Daten von dem Fahrzeug anschauen, sprich, ich kann schauen, wo ist die Motoröltemperatur. Viele Autos haben ja leider diese Anzeigen nicht, vor allem BMW bei den älteren Modellen. Mit einem OBD2-Stecker kann ich das sofort schauen. Wenn ich jetzt hergehe und mir so einen OBD2-Stecker kaufe, gibt es auch diverse Apps, die können eine Tachomanipulation feststellen. Die sind aber leider sehr teuer, diese Apps. Deshalb rate ich euch nicht dazu. Habt ihr sowas aber schon und habt vielleicht eine Full-Version von dem, dann nutzt das natürlich auch bitte. Das gleiche, es gibt auch diverse andere Apps, wo ich eben schauen kann, angefangen von Lambda-Sonden, wenn du dich da ein bisschen beliest und auskennst mit der Materie, dann weißt du natürlich, was du machen musst. Wenn nicht, dann sind diese Daten für dich nichtig und geht natürlich nicht. Fakt ist aber, wir können mit dem OBD2-Stecker doch einiges über das Auto herausfinden. Wichtigste Punkte sind, Kühlwassertemperatur, vielleicht Motoröltemperatur. Wenn dieses Fahrzeug diese Temperatur nicht mehr hundertprozentig erreicht, dann rate ich euch ganz klar Finger weg, weil
Gerade bei Dieseln zum Beispiel, wenn ein Partikelfilter verbaut ist, ist es so, dass diese Partikelfilter mit 5000 Kilometer fertig sind. Sie sind fix und fertig. Deshalb Finger weg, lieber weitersuchen und was Besseres finden, als dann die Katze im Sack zu kaufen. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Ein nächstes Kapitel, wo wir ganz gut schauen können, wie ist der technische Zustand vom Auto, ist das Motor zu starten, den Motor zu starten. Ich empfehle euch, wenn ihr euch ein gebrauchtes Auto anschaut, redet mit der Person so aus, dass das Auto kalt ist in dem Moment. Warum kalt? Bei einem kalten Motor her, wenn eine Kette nicht mehr die beste ist. Bei einem kalten Motor merke ich, ob er rund läuft nach dem Start. Das könnte sein, dass er Luft in Diesel reinkriegt, dass die Gehäuse nicht mehr gut sind. Das sind echt Kapitel, die sehr gerne passieren. Ist wurscht, ob Diesel oder Benziner. Und das höre ich also am besten, wenn das Auto startet. Das machen wir einfach so, indem wir natürlich Zündung und Auto anstarten. Was können wir hören, wenn wir das machen? Wir können Folgendes hören. Wir können hören, ob eine Kette tut. Wir können hören, ob ein Auspuff dicht ist. Auch bei gewissen Fahrzeugmarken ganz ein wichtiger Punkt. Wenn wir hernehmen zum Beispiel ältere Peugeot, sind super Autos übrigens, da ist ein Auspuff sehr gerne undicht. Und diese Undichtigkeit höre ich, indem ich einfach im Stand ein bisschen Gas gebe. Wenn der schnurrt und ruhig ist, dann weiß ich, das passt. Beim Benziner ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber der ist dann übermäßig laut. Das würde man auch erkennen. Gerade die alten Benziner, wo nur ein Kack verbaut ist, merkt man das ganz krass. Ich hätte noch keinen neueren gesehen, wo Auspuff undicht ist, aber mit der Zeit wird auch das passieren. Die Hersteller sparen. Früher haben die Premium-Hersteller Edelstahlanlagen genommen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr bei allen Fahrzeugen so. Vor allem bei den kleineren Klassen ist es so, dass man das nicht mehr macht. Dann kann man natürlich hergehen, wieder unser Licht nehmen. Wo haben wir mein Licht? Weiß ich jetzt nicht. Da ist es eh. Wir lassen den Motor laufen und machen ein bisschen die Motorhaube auf. Hört, wie er läuft, aber vielleicht kurz unrund läuft. Ob es hört, dass er irgendwie stottert, irgendwie was falsch macht. Aber wenn das so ist wie da, dass der Motor ganz ruhig läuft und ich lege meine Hand drauf und die vibriert nur leicht, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das sehr gut ist. Es kann natürlich auch sein, das habe ich selber schon erlebt, war vor kurzem zum Beispiel, wo ich für meinen Schwager ein Fahrzeug suchen. Da haben wir uns einen Ford S-Max angeschaut, ein sehr schönes Auto übrigens. Fakt ist aber, dieser hatte Probleme mit der Entlüftung von der Spritleitung. Sprich, du hast wirklich gesehen, die durchsichtige Spritleitung war voll mit Luft. Und dann haben wir natürlich diese versucht zu entlüften, dann ist das Auto angegangen auch nicht mehr wirklich. Also wir mussten dann wirklich zu einer Tankstelle, mussten wirklich das wieder in Gang bringen und das hat natürlich Zeit beansprucht. Deshalb, meiner Meinung nach, tut es nicht voreilig sein. Schaut, dass der Motor kalt ist beim Starten. Ich habe eher Anzeige im Fahrzeug. Wenn nicht, holt euch den OBD-Stecker, das hilft euch ungemein bei sowas. Und geht wirklich her und schaut, ob der Motor kalt ist beim Starten. Wenn er kalt ist und die hört Ketten und das quietscht nichts, dann kannst du davon ausgehen, dass der Motor technisch in Ordnung ist. Ganz wichtig dabei ist natürlich auch, wie ist der Motorlauf? Ist er ruhig oder nicht? Wenn er herumstottert die ersten Sekunden, dann kannst du schon davon ausgehen, dass in der nächsten Zeit ein Problem auftauchen wird, weil das kommt nicht von ungefähr. Irgendwo kommt Luft rein, irgendwo kommt keine Luft mehr durch oder der Sprit rinnt nicht mehr wie soll, weil die Pumpe einfach schon schlecht ist. Da kann natürlich vieles mitspielen und um das zu vermeiden, am besten so arbeiten. Jetzt sind wir im Fahrzeug. Auch hier wieder, hört es euch an. Gebt Gas im Stand. Hört man da irgendwas? Ist da irgendein Geräusch, was nicht hergehört? Das kann im Innenraum gut hören und gut schauen. Man kann auch natürlich eine Runde fahren. Fahren wir eine Runde. Wenn wir fahren, ist ganz wichtig, fahrt so, dass man nicht hört, ob jetzt zumindest ob Schlaglöcher, du fährst durch Schlaglöcher und hörst, ob was scheppert. Wenn was scheppert, dann wisst ihr, okay, es ist vielleicht was ausgeschlagen. Probiert es lenken, im Stand lenken. Ist auch ganz wichtig, das könnt ihr tun, wenn der Motor dann aus ist. Auch hier kann man Indizien hören, dass etwas nicht passt. Ich gehe noch kurz den Motor zu machen, bleibst du da? So, und dann fahren wir einfach einmal eine kleine Runde. So, wir fahren eine Runde. Was kann ich machen? Also,
Was ganz wichtig ist beim Fahren, den Tipp kann ich euch wirklich geben, lasst das Lenkrad aus, auf einer Geraden bitte, hinter euch darf keiner sein, und dann bremst es einfach stark. Wenn das Lenkrad, am besten so zwischen 50 und 70 km/h, wenn das Lenkrad nach links oder nach rechts zieht, wisst ihr, okay, die Bremse funktioniert nicht richtig. Selbiges geht übrigens mit der Handbremsen. Bei elektronischen Handbremsen kann ich natürlich nur schauen, ob sie zieht oder nicht zieht. Aber auch hier anziehen, probieren einmal Gas geben, ob er das zurückhaltet oder auf einen Hang hinstellen, schaut euch das an. Wenn diese Sachen funktionieren, dann habt ihr auch in den seltensten Sachen Probleme. Wenn wir da jetzt fahren und wir fahren durch Schlaglöcher, du darfst definitiv nichts hören, außer das, was du hören sollst. Sprich, ein Scheppern oder ein Krachen, das gehört in ein Auto nicht rein. Das sollte nicht sein. Lasst euch auch nicht erzählen, das ist normal, das war schon immer so, das tun die Leute gerne, ich habe das alles schon erlebt. Dann im Sommer oder auch im Winter, und im Winter ist eine Schwierigkeit, haben wir 1 Grad, stellt die Lüftung volle Kanne auf Low, schaut, ob er kühlt, die Klima, ob die Klima richtig kühlt. Das vergessen sehr, sehr viele Leute. Der fährt noch voll an, ja, und der blasst schon kühl, super. Natürlich auch schauen vielleicht, funktioniert die Heizung? Auch hier schauen, wird es schön warm. Wenn das der Fall ist, wenn der Motor warm ist, dann ist alles bestens. Und dann kann man euch auch sagen, okay, ihr seid am richtigen Weg, wenn bis zu den Punkten eigentlich alles passt. Was noch wichtig ist, schaut euch die Knöpfe an, dreht bei den Sachen ein bisschen herum, druckt, schaut, ob das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann wisst ihr, okay, es gibt irgendein Problem. Wenn die Knöpfe zum Beispiel, wenn einmal Cola draufgeschickt worden ist, habe ich schon gesehen, da sind die Knöpfe waren kaum mehr zu drucken. Da hast du gedruckt wie ihre, die waren trotzdem ganz versteift und hart und hat nicht funktioniert. Das sind im Innenraum eigentlich die wichtigsten Punkte, die funktionieren müssen. Wenn das gegeben ist, dann habt ihr eigentlich auch da definitiv schon einmal keine Probleme. Jetzt haben wir dann noch einen Punkt, den wir von draußen besprechen, und wir sehen uns gleich dort. Dann sind wir beim letzten Punkt. Was ich bei einem Auto noch anschauen kann, wenn er gebraucht ist, um zu schauen, ob tatsächlich alles funktioniert. Bei einem Fahrzeug, wo zum Beispiel die Spur verstellt ist, das müsstet ihr beim Fahren dann auch schon merken, zieht es entweder leicht nach links, leicht nach rechts, beim Bremsen zieht es oder es scheppert was, dann schaut euch Folgendes an. Ihr nehmt die Reifen her, am besten wieder euer Licht, jetzt wird schon dunkel da bei mir. Schaut euch das an, ob das Profil gerade abgefahren ist. Wenn das außenseitig oder innenseitig mehr abgefahren ist als in der Mitte oder in der Mitte mehr abgefahren ist, dann ist entweder der Reifen zu hart aufpumpt oder zu wenig Luft drinnen. Beziehungsweise kann auch sein, dass die Spur verstellt ist, wenn er nur außen angeschliffen hat, dann ist das da gar glatt oder da innen glatt und der Reifen ist an sich noch gut. Das ist so ein Thema, wo man unbedingt schauen sollte. Und da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch die Reifen an. Am besten alle 4. Es hilft euch nichts, wenn ihr nur anschaut, sondern wirklich alle 4 Reifen anschauen. Ist das gerade abgefahren? Ist das sauber? Fragt auch, wie alt die Reifen sind. Wenn der sagt, ja, der hat vor 2 Wochen aufgemacht, dann wird es sehr unwahrscheinlich sehen. Wenn er aber sagt, nein, die habe ich vor 3 Monaten gekauft, dann würde man es erkennen. Und das ist wichtig. Ich kann euch auch raten, nehmt eine Münze und schaut mit der Münze. Die 2 Euro, das ist jetzt 50 Cent, aber mit der 2 Euro Münze, da habt ihr genau den 4 mm Rand. Da könnt ihr schauen, ob die Mindesttiefe so ist vom Reifen. Schaut euch den Reifen an. Da draußen, da innen. Schaut euch an, ob er irgendwo ist. Wenn er gleichmäßig und sauber ist, dann gibt es ja keine Probleme. Das kann ich versprechen. Natürlich, die 2 vorderen tue ich mir leichter, kann ich einschlagen. Bei den hinteren muss ich mich halt ein bisschen hinlegen, aber das rentiert sich hundertprozentig. So, und dann ist halt auch noch ganz wichtig, schaut euch ja vielleicht an, bei vielen Autos, die Leuchtmittel, ist jetzt bei einem LED-Scheinwerfer wie bei dem Fahrzeug nicht so schlimm. Wenn ich jetzt aber habe gesehen und mir ist ein Xenonlicht kaputt, es gibt Fahrzeuge, da könnt ihr das nur ganz schwer selber tauschen. Wenn ich so ein Fahrzeug kaufen möchte, und das sind die Premium-Hersteller vor allem, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich es vielleicht nicht selber tauschen kann und muss dann natürlich jemanden zulassen. Da kostet man so ein Bier 200 Euro, wenn ihr Pech habt. Deshalb rate ich euch ganz klar, schaut euch die Leuchtmittel an, vor allem im Scheinwerfer, hinten Rückfahrlicht, Bremslicht, funktioniert da alles, ist alles intakt. Wenn das alles gegeben ist, dann garantiere ich euch, habt ihr lange Freude mit eurem Auto und ihr werdet sicher von A bis B kommen. Ganz wichtig noch nebenbei, sollte eine Airbag-Leuchte aufleuchten, sollte eine Motorkontrollleuchte aufleuchten, sonstiges, Finger weg. Da habt ihr dann nur Bauchweh. Wenn ihr nicht wirklich Ahnung per se von dem ganzen habt und euch so ein Video anschauen müsst, wie ihr das am besten macht, dann rate ich euch die Finger weg. Wenn ihr wisst,
was Sache ist. Dann nehmen wir Hertha Peugeot 206, ist ein gutes Beispiel für sowas. Da ist das sehr, sehr häufig. Der Airbag funktioniert nicht mehr. Entweder ist der Schleifring kaputt oder der Airbag selber. Meistens ist der Schleifring. Da sind gleich einmal für einen Neichen 200 Euro fällig. Ich kann den natürlich gebraucht suchen. Gebraucht ist halt wieder so ein Thema, wie lange haltet das? Deshalb schaut, dass das alles nicht aufleuchtet, dann habt ihr im Endeffekt auch selten Probleme. Gerade bei diesen Sachen Airbag, das ist so relevant für ein Pickerl oder ein TÜV, dass man am besten die Finger davon wegnehmen sollte, wenn sowas aufleuchtet. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann man das Auto sorgenfrei nehmen. Wichtiger Tipp aber vorher, schaut auch bei der Zündung ein, ob sie kurz aufleuchtet, weil es gibt auch Leute, das hatte ich auch schon, der hat einfach die Airbag, bei der Airbag-Leuchte im Tacho das Licht rausgenommen und es hat nicht mehr geleuchtet. Problem war aber, dass es dennoch ein Fehler war. Und beim Pickerl ist es ein Prüfer dann aufgefallen und der hat gesagt, hey, schau, das geht gar nicht an. Ich habe es mir dann angeschaut, natürlich war es defekt. So, deshalb spreche ich es auch konkret an. Im Großen und Ganzen sind wir jetzt mit dem ganzen Thema durch. Wenn ihr diese Punkte beachtet, dann garantiere ich euch, habt ihr lange Freude mit eurem Auto. Was ich jetzt bitte auch noch loswerden möchte, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt, bitte lasst ein Like da, lasst vielleicht ein Abo da. Ich habe eine Freude und ich liebe euch. Ciao, ciao.